Ja, also mit ein bisschen, mit ein paar Bergen hat er ein bisschen Probleme, aber ansonsten bin ich so mit der Geschwindigkeit ja prinzipiell ganz zufrieden, muss ich sagen. Jetzt wäre Licht halt wäre nicht schlecht. Ne, aber gut. Ja, Herrgott. Ne? Ich bin erstmal so technisch bin ich zufrieden, so wie es funktioniert hat, passt. Sehr geil. Das ist halt die Frage, er nutzt die Batterien theoretisch richtig, die ich im Inventar habe. Die müsste er doch jetzt eigentlich als Energiequelle quasi nutzen, oder? Sehe ich das falsch? Hallo? Ja, ist die Frage, ob ich auch noch ein paar Lichter Richtung, also Richtung Seite, ne, dass ich so ein bisschen so eine quasi Rundumbeleuchtung habe, damit ich sehe, was um mich drumherum passiert. Da wäre das wahrscheinlich. Achso, ich muss mal wieder. Ja, alles klar. Nachladen. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, wir haben auch soweit genauso viele Boxen drauf, wie wir das in unserer ersten Version hatten, glaube ich. Aber so war man natürlich auch ein bisschen Bums unter der Haube und können eigentlich uns ziemlich schnell hier vorne bewegen. Jetzt ist halt ganz schön dunkel, weil ich kein Licht habe. Aber ja. So. Können wir mal zumindest ja, wir müssen auf jeden Fall unseren Parkplatz noch mal ein bisschen ausbauen, weil wir jetzt hier gerade so reinpassen. Das ist halt so ein bisschen, naja, okay, aber im Grundkonzept bin ich sehr zufrieden mit der Kiste. Muss ich mal so sagen. Wow. Also was die. Ich bin sehr überrascht, dass die so eine Power hat. So, jetzt müsste man ja eigentlich wieder hier, na, Licht haben. So, wir brauchen aber hier auch noch einen Verteiler. Ist halt die Frage, ob ich das dann eher. Ja, wobei, nee, wir können das ja so lassen und können den Verteiler hier an die Seite bappen. Das geht ja auch. Wo sind denn die hier? Den habe ich gesucht. So. Und so. Ne Worm? Brauchen wir jetzt noch eine extra? Ach komm, was soll der Geiz? So, dass die wenigstens optisch, sagen wir mal, sich ähnlich sehen. Zack. Zack. Jetzt müssen wir von hier aus die beiden versorgen, genau. So, und jetzt können wir aber mit dem Schalter die ausmachen. Das gleiche müssen wir hier tun. Das da dran. Und das da und da dran. Okay.
Wobei ich glaube, dass wir damit auch hinten noch versorgen können. So, hier wollen wir ja nach hinten leuchten. Ebenso. Oh, wir brauchen Platten. Müssen wir noch mal runter und noch mal ein paar produzieren, wenn sie nicht reichen. Das sollte ja theoretisch funktionieren. Noch mal 20 Stück in die Herstellung geben. Die Ressourcen können wir ja hier in die Kisten tun. Das, was wir mitgebracht haben. So, okay, gut. So. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. Also das gefällt mir wirklich sowas von gut. Dass das so funktioniert, haben wir unsere eigene Achse gebaut. Die Federn haben wir eben nach vorne gerichtet. Das ist auch in Ordnung. Saugeil. Wirklich saugeil. Das hätte ich jetzt fast nicht gedacht, dass das so klappt. Aber gut. Okay. Jetzt muss man quasi von hier. War die hier? Hatte ich die nicht? Ach so, weil ich den. Moment. Habe ich die jetzt wieder gecancelt hier? Ja, okay. Gut. Das ist in Ordnung. Hier gehen wir nach da. So. Jetzt haben wir vorne und hinten erstmal Beleuchtung und kommen sogar ziemlich weit. So wie ich das sehe. Okay, wir können erstmal ausmachen, weil es jetzt eh Tag wird, denke ich. Das haben wir mit einbezogen. Das sollte sogar theoretisch erstmal reichen, ne? So wie wir das jetzt gerade hier angepackt haben. Okay, gut. Also bin ich eigentlich so ziemlich. Oh, doch, bin ich ziemlich zufrieden mit der Kiste, muss ich schon sagen. Das gefällt mir. Biopaste können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was gegen den Hunger tun. Das ist nur Bandage. Die Samen konnten wir nicht essen. Aber es hat die Biopaste natürlich jetzt nicht viel. Die hatte ja irgendwie nur so fünf, ich glaube 5 Punkte kriegt man da oder so. Ist eher so ein bisschen, naja. Ist jetzt nicht sehr hungerbefriedigend, aber okay. Ja, hilft ja nichts. Wir müssen halt ein bisschen gucken, wie wir hier klarkommen. So, theoretisch könnte ich doch jetzt eigentlich hier nochmal ein bisschen aufrüsten, oder? Wie sehe ich das hier? So, so, so. Muss man halt ein bisschen gucken, wie das jetzt von der Belastung her funktioniert. Ne, jetzt ist die Kiste noch mal um einiges schwerer. Kann natürlich sein, dass er jetzt auch ein bisschen mehr zu tun hat beim Fahren sozusagen. Aber das werden wir gleich mal austesten.
Büro. Und nee, wir müssen das so ist richtig. So müssen wir das drehen. Okay. So und so. Okay. Jetzt müssen wir theoretisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt das hin? Ja. Das kommt sogar ziemlich gut hin. So. Damit wir hier so. Das scheint jetzt die Kiste powermäßig nicht sonderlich zu interessieren. Sehr geil. Naja, wir fahren jetzt nur noch 30, 35, 40, okay. Ja, geht gerade so. Alter, für die Menge, die wir jetzt hier transportieren können, da können wir hier ordentlich auf Ressourcensuche gehen. Ich habe nur leider keine Ahnung, ehrlich gesagt, in welche Richtung jetzt sinnvoll wäre hier. Ich fahre jetzt einfach mal hier hinter, weil es hier hinten, sagen wir mal, fahrtechnisch ziemlich gut aussieht. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwie... Hallo? Irgendwie ein anderes Biom mal erreichen, wo wir vielleicht auch Titan finden. Weil Titan kriegen wir, glaube ich, nur in so Wüstenbiomen. So, da wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn wir ein Wüstenbiom aufmachen würden. So. Ja, da haben wir es nämlich schon. Da müssen wir hier ein bisschen außenrum fahren. Wow, 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 wow. Bitte einmal weiterfahren lassen, danke. Muss ich mich mal hier so ein bisschen durchillern. Kann natürlich auch ein bisschen nachteilig sein, wenn man so breit baut, ne? Also sein Auto so breit baut, aber... ja, ich weiß jetzt nicht genau. Ich muss es jetzt mal riskieren, ein bisschen. Aber auch so ein kleiner Hügel, ne, ist jetzt nicht hinderlich. Okay. So, fahren wir jetzt kurz weg hier. Gucke mal, dass ich hier mal schnell die Lichter ein bisschen anmache. Schalter ein. Schalter ein. Und wieder reinsetzen. So, okay. Ja, hier drinnen kann uns ja das Wetter erstmal nichts anhaben. Wir haben auf jeden Fall auch für die Rücktour... Wie weit sind wir jetzt eigentlich entfernt? Wo ist denn unsere Base? Da drüben ist unsere Base, okay. Ist halt die Frage, ob wir mal ganz kurz zu dem... Bei 600 Meter ist jetzt nicht so weit. Die Frage ist natürlich auch noch, ob wir da hinkommen. Meine Fresse, das Gewitter ist ganz schön, ne? Das Wetter ist ganz schön laut, finde ich, meine Herren. So, wir haben es aber auch nicht mehr allzu weit jetzt hier. So, mit dem Licht geht das schon ganz gut, finde ich. Alter, hier ist ein Sauwetter. Ich bin jetzt aber auch mal ein bisschen gespannt, was wir hier in... Ich will mal ein bisschen vorsichtig fahren, weil ich jetzt auch nicht weiß, was hier vor mir kommt. Oh. Hier ist irgendwie
Ein außerirdisches Artefakt oder sowas. Okay. Ist halt die Frage, ob uns das gefährlich wird hier, wenn ich jetzt hier aussteige. Ja, oder eben halt nicht, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Jetzt habe ich hier so eine Kuh angefahren. Überfahren. Das sorgt natürlich... Ja, das könnte natürlich auch ein bisschen für... Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was passiert, wenn ich jetzt hier aussteige. Ne, möglicherweise... Schützt mich mein Fahrzeug gerade. Das können wir öffnen. Titan! Cyanid! Okay. Das heißt, wir haben erstmal Titan gefunden. Kann ich hier jetzt noch was machen? Kann ich das abbauen? Irgendwie? Tut sich hier noch was? Oder ist das eigentlich nichts? Alien-Trümmer, alles klar. 200.000 Punkte, da muss ich eine Weile dran arbeiten, bis ich das klein krieg. Okay. Gut, dann, ja, lassen wir das mal. Kann ich das hier abbauen? Anscheinend auch nicht. Denkmalcontainer, okay, gut. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt mal so 6 Titan. Das bedeutet auch, ja, dass wir das, was wir bauen wollten, zumindest mal bauen könnten. Aber ja, mit 6 Titan kommen wir jetzt halt auch nicht so weit. Ne? Und wir haben ja jetzt hier einen Fahrzeug, wo wir jetzt hier einfach munter ein bisschen Ressourcen abbauen können, was wir hier so finden. Weil das bringt ja jetzt auch nichts, mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Das ist ja irgendwie auch Quark. Ne? Erst recht nicht, wenn man hier so eine geile Kiste haben, wo wir einfach den Scheiß abbauen können. Und mal ein bisschen hintereinander weg das Zeug mit nach Hause nehmen können. So. Na gut. Okay. So, wir können ja jetzt hier mal wieder das ausmachen hier. So und so. Alles klar. So, Kollege, mach mal Platz, ich muss hier mal durch. Gut, alles klar. Nutrition level critically low. Ja, okay, ich muss mich doch erstmal um mich selber kümmern quasi. Sonst kommen wir hier nicht voran. Ich bin mal gespannt, also was wir natürlich dann langfristig auch nochmal versuchen werden, ist, ne, so eine schöne große mobile Station zu bauen. Einfach, ne, dass wir uns mal hier quasi mit einer großen Station mit viel Speicherplatz auf dem Planeten bewegen können und diese ganzen Ressourcen mal vernünftig kriegen, abbauen und dann einfach, ja. Problem ist jetzt natürlich, ich sollte eigentlich zusehen, dass ich mal nach Hause komme. 600 Meter ist relativ zügig. Ja, wir fahren jetzt mal fix nach Hause. Hat den Hintergrund, dass ich einfach mal schlafen muss, was ich wahrscheinlich jetzt einfach letzte Nacht schon hätte machen sollen. Es bringt ja nichts, die Nacht unterwegs zu sein und dann sind wir irgendwie hier müde und kommen nicht klar mit dem Leben. Das ist alles so ein bisschen, naja. Aber läuft die Nummer. Da
Also ich habe da nichts passiert. Ich habe da nicht gerade eben ein Elch überfahren. Alles gut. Würde ich doch nie tun. Die haben angefangen mit diesem Knie. My sensors show you are slightly thirsty. Ja, ich bin ja auf dem Weg nach Hause. Und dann gucken wir mal, dass wir mit dem Schlaf und alles so ein bisschen wieder regenerieren. Ah, vielleicht sollte ich einfach doch die, achso, das muss mal wieder, ich muss da beim nächsten Mal, wir haben ja jetzt wieder eine kleine Session gemacht. Man muss vielleicht doch mal gucken, dass ich die Grafikeinstellung noch mal ein kleines bisschen runterdrehe. Ne? Einfach, dass das Nachladen vielleicht dann doch besser funktioniert ein bisschen. So, okay, wir sind auf jeden Fall zu Hause angekommen und werden jetzt mal ein kleines Nickerchen machen. So, wir haben auf jeden Fall jetzt Zugang zu mehr Ressourcen, was auch ziemlich gut ist. Ja. Wie habe ich mir das eigentlich gedacht hier? Ich habe mir das doch eigentlich schon so gedacht, dass ich... Was ist denn das hier eigentlich? Außerirdische Energiezelle. Mächtige Energiezelle, um Monumentgeneratoren zu betreiben. Okay. Ein Stück der Geschichte einer uralten Zivilisation, welche die Adresse eines entfernten Monuments und Koordinaten zu seinen Teleporter enthält, kann auf das PDA hochgeladen werden. Okay, ich schätze, wir haben jetzt irgendwie was dazu gekriegt. Das tun wir dahin, Titan, so. Und dann könnte man jetzt zumindest mal... Ne, das Titan, das brauche ich hier drüben, weil ich den Kollegen... Okay. Wir brauchen Silizium und Kohle. Kohle, Silizium, so. Kohle, Silizium, damit können wir den mal, fünfmal. Reicht nicht fünfmal. Ach stimmt, weil wir hatten ja auch nur sechs Titan, also es reicht nur für einmal. Gut, dann eben nur einmal. Stimmt, das habe ich jetzt völlig, ja. Ach, das war dieses Move-Tool. Aber ich würde ja eigentlich gerne, das ist doch aber eigentlich die Rüstkammer. Na gut. Okay. Kann ich jetzt hier... War das hier? Oder brauchte ich das einfach nur... Moment. Das ist der kompakte 3D-Drucker. Wo haben wir denn den? Das haben wir. Haben wir nicht irgendwo? Hier ist die Rüstkammer. Ich suche. Hatten wir nicht irgendwo schon den großen? Den großen 3D-Drucker? Ja, das ist ja immer noch der kompakte. Sehe ich den gerade nur nicht? Thermoregulator is one of the main defense against bad weather. Ah.
Egal ob kalt oder heiß und so weiter. Okay, also der schützt mich vor schlechtem Wetter. For waterproof friction, okay. Also der stellt mir irgendwie Wasser her. Schwebepolster. Achso, da brauche ich wieder die anderen. Da brauche ich die anderen Ressourcen. Aber ich dachte, irgendwie habe ich gedacht, ich habe den großen. Oder wo ich bin mir gerade. Moment, jetzt muss ich doch noch mal gucken. Irgendwie. Irgendwie. Wie habe ich in Erinnerung, dass ich den großen Drucker mir schon bauen kann? Aber ich. Irgendwie habe ich hier auch. Ein Wagenheber. Ein Wagenheber. Hebt Fahrzeuge in die Luft, ermöglicht Modifikationen, kann auf dem Boden platziert werden, benötigt Elektrizität. Aha, okay. Okay, gut. Alles klar. Buggyrad. Ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ne? Eine Geländeversion des Standardrades. Geschwindigkeit, Lenkung und Ausrichtung können festgelegt werden, benötigt Elektrizität. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Räder jetzt hier, ne? Aber ich meine, wir befinden uns ja, das ist ja hier das normale Rad, ne? Und das wäre ja theoretisch das Geländerad, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit dem vielleicht mehr Grip noch habe, also mit denen, die ich habe. Da können wir doch den Kollegen einfach mal ausprobieren hier, ne? Oder wie sehe ich das? Hm? So, wenn ich den jetzt nehme, hier drunter platziere. Habe ich nicht genug Ressourcen dafür, das zu machen? Okay, alles klar. Die Panzerung. Das kann ich da, glaube ich, noch gar nicht. Kann ich da, glaube ich, noch gar nicht bauen, oder? Wie sehe ich das? Ich muss erstmal schlafen gehen. Ich bin schon wieder so im Testen-Baumodus. Es ist Nacht und ich muss mal schlafen. You're becoming tired. Anders You are funktioniert das well nicht. rested. So, okay. Okay, gut. Wir haben geschlafen. Ich mache eine kurze Aufnahmepause. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.